Hi meine Lieben, herzlich willkommen hier zurück bei Diablo 3 Season HC Mode. Hier mit dem Charlie, der schon Level 52 hat, schon vorgesuchtet. Und ja, es geht jetzt hier weiter auf dem Weg zu unserem Loot, zu unserem eventuell ersten Legendary. Wir werden abwarten und sehen. Ich weiß es noch nicht, denn unser letztes Legendary sollte ja eigentlich werden. Lass mich ganz kurz überlegen, Lyrix Krone. Und die haben wir ja aus komischen Gründen, warum auch immer, nicht gefunden, nicht gedroppt. Eigentlich gab es ja eigentlich 100%ige Lyrix Krone Drop Chance, aber gut. Kann ich jetzt auch nichts. Ja, schöne Grüße zurück, Charlie, an deine Freundin. Ich hoffe, damit meinst du nicht deine rechte Hand oder so. Ja, weiß man ja nicht. Nee, und ja, deshalb, ich bin mal gespannt, was wir heute hier finden. Das Spiel ist offen, das heißt, es darf jeder reinkommen, wer will. Draußen Charlie zieht uns jetzt hier in dem Sinne eigentlich so ein bisschen durch, wie ich finde. Aber gut, lassen wir jetzt einfach mal so. Ist natürlich auch nicht schlecht. Muss bloß drauf aufpassen, dass ich das Spiel immer öffne und nicht der Charlie. Wenn der Charlie öffnet und da klopft so ein 52er Mob auf mich ein, dann haben wir ein kleines Problem. So, das Ganze wird auch hier gerade wieder live gestreamt. Erstmal schön, dass ihr dabei seid, meine lieben Twitch-Zuschauer. Und natürlich auch schön, dass du dabei bist, mein lieber YouTube-Zuschauer. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Uns fehlt noch komplett Schmuck, sehe ich gerade. Und... Ach, Charlie, ganz ruhig draufhauen. Ja, Köcher fehlt. Und eine Schulter. Dann sollten wir eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Gucken wir mal ganz kurz hier ins Kuriositätenhaus. Haben wir nicht irgendwo noch ein Büchlein? Sieht nicht so aus. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Lederkapuze, die uns nichts bringt. Ein bisschen... Oh, allseits Wunderentfärber. Nackig wollte ich jetzt hier noch nicht rumlaufen. Das kommt ja später. So. Ja, neueste Info, was ich letztens im Radio gehört habe. Stefan Raab hat aufgehört. Stefan Raab hat seine Karriere beendet, an den Nagel gehangen, beziehungsweise er wird jetzt nur noch im Jahr 2015 weiter moderieren. Und danach ist Ende. Also krass. War früh, hatte Frühschicht, gerade auf dem Weg zur Arbeit, da hörst du das im Radio. Denkst du auch, what the fuck, was ist da los? Ein Mann, der irgendwie die Medienlandschaft in Deutschland geprägt hat, auch maßgeblich daran teilgenommen hat. Ich meine, Stefan Raab hat damals angefangen mit Viva. Ja, Viva war das, genau. Und ging dann weiter zu ProSieben, glaube ich, und hat da ja dann mit TV Total angefangen, beziehungsweise zwischendurch natürlich auch so ein paar kleinere Dinge, so ein paar kleinere, ja, wie nennt man das, Shows. Und hat ja dann mit der TV Total Show, beziehungsweise dann auch mit seiner eigenen Firma, ich weiß gerade gar nicht, wie die hieß, TV Group? Ich weiß nicht, irgendwie so komisch, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, wird mir wahrscheinlich gleich jemand in den Kommentaren auf Twitch sagen. Auf jeden Fall hat er ja so viele Shows moderiert und erstellt, also ich hau einfach mal ein paar in den Raum, ne? Also es wäre ja hier Stockcar Challenge, Schlag den Raab, Turmspringen, Wok WM, boah, der hat ja so viel gemacht, ne? Und jede Show von dem war irgendwie so, also ist auf jeden Fall gut angekommen bei den Zuschauern. Und ich bin echt mal gespannt, wie das weiterläuft, ob es die Shows weitergeben wird. Ich bezweifle es eigentlich eher. Aber ja, das stimmt mich eigentlich schon ein bisschen traurig. Also man muss ja Raab nicht unbedingt mögen. Man muss ihn nicht geliebt haben. Aber ich finde, er war echt ein guter Moderator. Und auch eigentlich ein lustiger Mensch. War nicht jedermanns Humor, aber er zumindest, ja, ich fand ihn witzig. Also ich persönlich fand ihn ganz witzig und hab's auch gern geschaut. Also klar, ich habe dann irgendwann auch bei TV Total nur noch reingesappt. So die witzigsten Momente, sage ich mal. Die haben mir nicht alles von Anfang bis Ende reingezogen, aber es war immer ganz ja, lustig, wie ich fand. Auch mit den Promis, die dann immer in der Show mit waren. Und auch Leute, die einfach mal so ein bisschen aufs Korn genommen hat. Auch mit den, ja, mit den Sub-Shows bei TV Total selber, sage ich mal. Hier Kassieren, Blamieren oder wo er seine Corinna irgendwelche Kacke machen ließ und so weiter. Also ich fand es eigentlich schon echt witzig, muss ich gestehen. Und finde es dementsprechend auch wirklich schade, dass der aufhört. Da, ich weiß gar nicht, gibt es da schon ein Statement, warum der aufhört? Eigentlich nicht, oder? Also ich habe zumindest noch nichts gelesen darüber. Man hat nur gelesen, er hört auf, aber wieso, weshalb, warum? Weiß man nicht. Er selber war, ja, so war zumindest meine letzte Info, hat gesagt, dass er dann gehen möchte, wenn es am besten ist. Aber gut, ich denke mal, die Zeit hat er auch hinter sich, wo es am besten war, davon mal abgesehen. Klar, er war erfolgreich, aber die Einschaltquoten waren ja auch, oder gingen immer weiter runter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der aufgibt. Also, Raab ist ja nun mal so eine Kampfsau, so eine, ja, der Biss, der Mann. Auch ein Grund, glaube ich, warum er so weit gekommen ist im deutschen TV-Geschäft. Und ich habe mir damals vor ein paar Jahren schon die Frage gestellt, Alter, was würde passieren, wenn Raab mal stirbt?
Und. Oh, okay, danke. Ich mach's mal kurz leiser. Stimmt, ich habe auch Aufnahmemodus noch stehen. So. Was würde passieren, wenn Ratner stirbt? Das ist natürlich so eine Sache, ne? Was er jetzt damit gleichzusetzen ist. Also, der ist ja. Er hat oder er will dem deutschen Fernsehen oder allgemein dem Fernsehen den Rücken kehren. Oh, danke, Refi, fürs Follow. Er will den deutschen TV oder wie gesagt, den globalen, also allgemein der medialen Unterhaltung den Rücken kehren. Aber was macht er danach? Das ist halt so eine Sache, ne? Da frage ich mich echt. Der hat doch irgendwas noch im Ärmel. Der macht doch noch irgendwas anderes. Die Frage ist, wie gesagt, was? Da kann man echt nur spekulieren, weil Raab ist, glaube ich, jemand, ein Typ. Ein Typ Mensch, der immer was zu tun haben muss. Also ich glaube, den kannst du dann nicht irgendwo in die Ecke setzen. Und dann ist gut. Ich meine, klar, der hat ausgesorgt von seinem Leben. Ne? Den seine TV-Firma, die er hatte bei ProSieben, die hat ja irgendwie Boni oder die hatte irgendwie 300 Milliarden oder knapp 300 Milliarden ja, Kapital. Ist ja nicht gerade wenig. Und ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn er die auflöst oder wie auch immer das damit weitergeht. Wie gesagt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Da habe ich mich jetzt nicht weiter informiert. Aber ist ja doch schon eine Summe oder eine Stange Geld, wovon er natürlich selber auch noch einen kleinen Obolus von haben wird. Also, ich denke mal, finanziell wird es ihm da nicht schlecht gehen. Und Sword schreibt gerade auch schon eine Frage, wo ich gleich drauf zurückkommen wollte. Die Frage ist ja, ob er nicht mehr auftritt, also nie mehr, oder ob er nur aufhört zu produzieren. Aber ich sag mal, selbst wenn er nur auftritt, dann kann ein Raab, glaube ich, sich selber nicht glücklich machen. Also, ich glaube, Raab ist da schon so eine Kampfsau und das. Ist halt so ein. Nee, oder? Ach komm, nehme ich mit. Danke dir. Und. Also, ich kann mich nicht vorstellen, dass er sich auf den Hosenboden setzen wird und sagen wird: Ach nee, komm, ich genieße jetzt meine Lebtage. Dafür ist Raab einfach nicht der Typ. Klar, ich kenne ihn nicht persönlich, aber über die Jahre hat man ihn ja kennenlernen dürfen. Durch den TV und so weiter und so. Ja, und so weiter und so fort. Und um sich so ein kleines eigenes Bild malen können über Raab. Ja, und deshalb finde ich es echt schade, dass der da jetzt sagt, hier, nee, ich habe keine Lust mehr, ich mache das nicht mehr. Wo ich mich dann echt persönlich frage, was war der Grund dafür? Raxi, wenn du hier mitspielen willst, klar, einfach reinjoinen. Komm einmal in die Community, Krax in VR-Runs und dann einfach nachjoinen, ist Public Game. So, wir machen hier den krausen Charlie hinterher. So, dann müssen wir jetzt da hochgehen zum überfluteten Tempel. Machen wir aber ganz schnell. Oder will er einfach nur im Ausland Fuß fassen? Hat er mit Deutschland abgeschlossen? Will jetzt einfach ins Ausland gehen? USA, Amerika? Meine, gut, da hast du natürlich mehr Zuschauer. Also, weißt du, ja, ein breiteres Publikum. Das ist auch so, immer so ein Nachteil, wie ich finde, von Deutschland. Man hat nur eine gewisse Zielgruppe. Merke ich ja selber an meinem Kanal, man spricht die Deutschen an. Aber wenn ich jetzt meine Videos in Englisch machen würde, Gott bewahre, das will niemand hören, aber dann hätte ich natürlich viel, viel mehr, ja, mehr Publikum, ein breiteres Publikum. Denn damit sprichst du natürlich viele, viele Sprachen an. Nicht nur ein bestimmtes Land, sondern Englisch ist ja nun mal die Weltsprache. Und da hättest du natürlich auch so ein paar, ja, wesentlich mehr Erfolg einfach. Vielleicht ist das auch so ein Prozess, der gerade in Raab vorgeht. Aber ich glaube, dann hätte er sich dazu auch geäußert. Aber wie gesagt, da kann man nur mutmaßen, da kann man nur spekulieren. Ich persönlich weiß es nicht und gut. Ist natürlich schwierig. So, das nehmen wir noch mit. Genau, quatsch hier mal an. Ach, guck mal, einen goldenen. Ach, hier, sehr schön. Also, wir verbessern uns wieder equip-technisch hier. Komm, quatsch nicht so viel. Weiter geht's. Wulber fragt gerade, wie bekommt man den komischen Hund bei Diablo? Den hast du bei der Collector Edition dazu bekommen. So, Baumstamm machen wir mit kaputt. Ja, genau, fällt ein Armbrust raus. So, super. Super. Ey, können wir eigentlich ein bisschen hochstellen, oder? Den Schwierigkeitsgrad. Warte mal, warte mal, warte mal.
meinen Verbündeten. Doch meine Feinde werden stärker. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Ich könnte nicht in ein einfaches Leben zurückfinden. Nun, solltet ihr einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Vielleicht könnte ich euch einfach besuchen. Diesen Kampf werde ich gewinnen. Ich habe zu wenig Disziplin. Für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Ich brauche mehr Disziplin. Alarixar, dass unser Volk die Befehlung. Warum hat er mir aufgetragen, den Kanal der Erde zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben nicht meine Leute. Disziplin. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Unbeschwertes Leben führe. Das tue ich. Diejenigen, die im Besitz der Fanale des Lichts. Der Himmel steht euch offen. Trete ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie. Ich brauche mehr Disziplin. Eure Schiffe treten nur unser größtes Feind. Oh,
Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück... Mag das ich. Das ich habe ein paar... Das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ich habe zu wenig Disziplin. Meine Waren sind einzigartig. Ich habe sie aus allen Teilen zusammengebracht. Ich habe nachgedacht. Erzähl es niemand hier, schätzt die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach, kann ich dir sagen. Nicht einfach. Nicht genug Disziplin. Ich werde euch übersetzen, aber seht euch vor. Tod, denen, die sich der Macht des Dunklen. Onkel Deckard geht. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Held. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Nicht genug Disziplin.